Willkommen bei der Abiturvorbereitung. Vorgesehen ist das Abitur 2019, Analysis oder Infinitesimalrechnung, die Aufgabe 2. Ich habe für die Besprechung einige Aufgaben ausgewählt. Zum Beispiel vom Teil A ohne Hilfsmittel, die Aufgabe 3b. Hier ist die Rede von einer Funktion zweiten Grades, also eine Parabel. Und die Aufgabe lautet, ermitteln Sie diejenigen Werte des Parameters k, für die die zugehörige Funktion keine Nullstelle besitzt. Wichtig ist, das Kriterium für die Nullstellen zu kennen, und das ist die Diskriminante. Oder wir fangen so an. pk von x ist 0. Das heißt, k x Quadrat minus 4x minus 3 ist 0. Und wir rechnen bei quadratischen Gleichungen immer zuerst die Diskriminante aus. Der Faktor bei x Quadrat und der Faktor bei x. Diskriminante heißt b Quadrat, das ist dieses hier, minus 4. Minus 4 mal a, das ist der Faktor beim x Quadrat, mal c. C ist hier minus 3. Die Diskriminante rechnen wir aus, nämlich 16 plus 12k. Gefragt ist keine Nullstellen, das heißt, die Diskriminante ist kleiner 0 oder 16 plus 12k ist kleiner 0. Wir stellen das k, die Variable, auf eine Seite und erhalten Lösung k kleiner minus 16 Zwölftel, das sind 4 Drittel. Dann wäre ich das hier die Lösung. Ich habe die Aufgabe nochmal ausgesucht, weil die Diskriminante so eine bedeutende Rolle spielt bei der Anzahl der Lösungen quadratischer Gleichungen. Es geht weiter mit dem Teil B. Gegeben ist die Funktion f, gebrochen rationale Funktion, 4x, durch x plus 1 zum Quadrat. Die Definitionsmenge ist gegeben, die Nullstellen des Nenners sind ausgenommen. Die Abbildung zeigt den Verlauf des Graphen. Jetzt kommen die Aufgaben darunter. Die Aufgabe b. Begründen Sie, dass der Graph für x kleiner 0 nur im dritten Quadranten verläuft. Quadranten 1, 2, 3, 4 und zeichnen Sie in die Abbildung den darin fehlenden Teil vom Graphen ein. Berechnen Sie dazu f von minus 3 und 3 weitere geeignete Funktionswerte. Hier geht es um den Verlauf des Graphen bei gebrochen rationalen Funktionen. Der Nenner, das ist x plus 1 zum Quadrat. Das ist eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Das macht das gut. Dann sehen wir, der Zähler ist 4x. Oder wir können sagen, der Grad des Nenners ist größer als der Grad des Zählers. Dann wissen wir, dass der Grenzwert der Funktion, na, kriege ich das hin? Ich glaube nicht. Der Grenzwert der Funktion lässt sich daraus bestimmen, wenn der Zählergrad größer ist als der Nennergrad. Dann ist der Grenzwert, wenn x gegen unendlich geht, plus oder minus unendlich, ist dann
0. Wenn ich Hilfslinien einzeichne, Hilfspfeile, dann ist das so, da verläuft der Graph. Ja, etwas ist noch nicht deutlich aufgeschrieben. Die Polstelle ist natürlich x minus 1. Die können wir uns eintragen. Das ist die Polstelle. Der Graph verläuft ja hier weiter. Wir können es auch durchzeichnen, aber es ist nicht schön gezeichnet. Und Polstelle ohne Vorzeichenwechsel, das heißt, verläuft so. Und wenn x 3 ist, dann haben wir 12 durch 4 Quadrat minus 3. Oh, sorry. Nicht aufgepasst. X ist minus 3, glaube ich, ja. Wenn wir das oben einsetzen, kriegen wir minus 12 durch minus 12 durch 2 zum Quadrat. Das ist 3. Nicht verrechnet haben. Das stimmt so. Dann verläuft der Graph ungefähr so. Es fehlen mir natürlich die Werte, die ich noch brauche. Und deswegen streiche ich es auch schon nur. Ungefähr das ist der Verlauf des Graphen. Die nächste Aufgabe D, eine Standardaufgabe. Gegeben ist ferner die Funktion groß F. Und zeigen Sie, dass groß f eine Stammfunktion von klein f ist. Das zählt jetzt nicht zu den schwierigen Aufgaben. Ich glaube, es ist klar, dass wir Folgendes zeigen müssen. F' von x ist klein f. Das müssen wir zeigen. Das soll nachgewiesen werden. Wir fangen also an mit der Ableitung von groß F. Noch ein bisschen Platz. Die 4 als Faktor bleibt stehen. Der ln abgeleitet gibt 1 durch x. ln u abgeleitet gibt 1 durch ln u. U ist x plus 1. Wir müssen nachdifferenzieren. Die innere Funktion abgeleitet gibt 1. Oh ja, gut, okay. Ich habe nicht aufgepasst. Plus Ableitung der gebrochenen rationalen Funktion. Ich würde das in eine Nebenrechnung auslagern. Die Ableitung von 4 durch x plus 1 ist. Nenner Quadrat, das ist immer das Einfachste. Natz minus Zahn, wer es schon mal gehört hat. Nenner, abgeschrieben mal Ableitung des Zählers, der Ableitung des Zählers ist 0, minus Zähler mal Ableitung des Nenners, das ist 1. Also kriegen wir hier das aus dem Pluszeichen gleich ein Minuszeichen. Minus 4 durch x plus 1 zum Quadrat. Ist gleich. Die 4 können wir ausklammern. Wir brauchen den Hauptnenner. X plus 1 zum Quadrat. Wir müssen hier mit x plus 1 erweitern. Minus 1. Zusammengefasst steht jetzt auf dem Bruch das x, vor dem Bruch die 4, x plus 1 zum Quadrat. Das ist eine Routineaufgabe. Jetzt wird die Aufgabe interessanter.
Ein Pharmaunternehmen führt eine Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit eines neu entwickelten Medikamentes durch. Wenn das Medikament einmalig in Form einer Tablette eingenommen wird, kann die zeitliche Entwicklung der Konzentration des Wirkstoffs im Blut des Patienten modellhaft durch die betrachtete Funktion F beschrieben werden. Dabei steht X für die Zeit in Stunden seit der Einnahme der Tablette und F für die Konzentration des Wirkstoffs, im Weiteren kurz als Wirkstoffkonzentration bezeichnet, in Milligramm pro Liter. Die folgenden Aufgaben sollen auf der Grundlage dieses Modells bearbeitet werden. In der Pharmakologie wird das in positive X-Richtung unbegrenzte Flächenstück, das sich im ersten Quadranten zwischen Graph F und der X-Achse befindet. Gut, schauen wir nach. Es empfiehlt sich immer, das auch zeichnerisch zu ergänzen im Abitur. Im ersten Quadranten zwischen Graph F und der X-Achse befindet sich AUC, Area Under the Curve. Nur dann, wenn dieses Flächenstück endlich dem Flächeninhalt zugeordnet werden kann die betrachtete Funktion die zeitliche Entwicklung der Wirkstoffkonzentration auch für große Werte realistisch beschreiben. Das ist natürlich das Problem bei dieser Aufgabe, ein sehr, sehr langer Text. Und wir sind noch nicht bei der Aufgabenstellung. Vielleicht ahnt man sie. Die x-Achse, der Graph f und die Gerade mit der Gleichung x gleich b. Nicht schwer, aber wichtig, die Gerade x gleich b wäre hier. Das wäre bx gleich b. Schließe im ersten Quadranten ein Flächenstück mit dem Inhalt a von b ein. Bestimmen Sie mit Hilfe der Aufgabe D den Term hierfür und beurteilen Sie unter Verwendung dieses Terms, ob die Funktion f auch für große Zeitwerte, was heißt große Zeitwerte? Große Zeitwerte heißt immer, x ist die Zeit, wird sehr groß. Eine realistische Modellierung der zeitlichen Entwicklung der Wirkstoffkonzentration darstellt. Jetzt suchen wir mal, was im Text noch steht. Eine realistische Modellierung. Was steht oben? Nur dann, wenn das Flächenstück ein endlicher Flächeninhalt zugeordnet werden kann die Funktion realistisch beschrieben werden. Es ist also gefragt, ob dieses gelbe Flächenstück, ob das endlich Inhalt hat. Die Zwischenschritte sind beschrieben. Die x-Achse, der Graph f und die Gerade. Das heißt doch nichts anderes als, dass a von b gerade ist. Von 0 bis b über diese Funktion f von x. Ja gut, das kann man f von x stehen lassen und nochmal abschreiben. Oder man kann gleich so anfangen, keinen großen Unterschied aus. Wie geht das? Man braucht eine Stammfunktion. Wo haben wir die her? Die ist gegeben mit 4 ln x plus 1 plus, was, 1, 4 durch x plus 1. Von 0 bis b. Jetzt neigt sich die Aufnahme zu einem Ende zu, aber dieses ist eine
Einsetzaufgabe. Für x